Über JetBlue und ihr Vorhaben mit dem Airbus A321 hat man schon eine ganze Menge gehört. Die haben von Anfang an klar gemacht, dass sie ihre langstreckentauglichen A321 auch langstreckentauglich ausstatten wollen. Und den ersten davon, den haben sie jetzt. Und das ist Grund genug, um ein bisschen über dieses Flugzeug zu sprechen. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist schon ganz gut und wichtig, dass es überhaupt diese Fluggesellschaften gibt, die aus den Flugzeugen, die Airbus da gerade produziert und bewirbt, wirklich kabinenseitig all das rausholen wollen, was Airbus da in den letzten Jahren alles angepriesen hat. Denn erzählen kann man ja eine ganze Menge von der A320-Familie, vom A321 als 757-Ersatz, muss ja aber auch mal jemand kaufen und mal jemand wirklich umsetzen. Grüße an den A380 Plus an der Stelle. Ihr erinnert euch vielleicht noch, im Jahr 2018 flog der Flugzeughersteller selbst mit einer Beladung, die ungefähr 160 Passagieren entsprach, nach eigener Aussage, in gut 11 Stunden nonstop von den Seychellen nach Toulouse. Mit einem A321 Long Range, mit einem A321 LR. 7650 Kilometer Flugstrecke sollen das ungefähr gewesen sein, was schwer beeindruckend ist und noch viel beeindruckender wird, wenn man bedenkt, dass der erste Airbus A321, der A321-100, was damals wirklich nicht viel mehr als ein verlängerter Airbus A320 war, gerade mal so die 4300 Kilometer auf Biegen und Brechen knacken konnte. Und der Weg ist mit dem LR, also mit der Long-Range-Variante des A321, ja auch noch nicht vorbei. Denn mit dem XLR, also Extra Long Range, wird es dann ab wahrscheinlich 2023 einen nochmal reichweitenstärkeren A321neo geben. Und das wird das erste Mitglied in der A320-Familie sein, welches knapp die 100 Tonnen maximales Abfluggewicht knacken wird. Was auch wieder beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass der A321-100 mit maximal 83 Tonnen zum Start schon am Ende war. Und das ist damit eigentlich schon die perfekte, sehr simple Zusammenfassung von dem, was man da gemacht hat mit dem A321. Man hat mehr Optionen geschaffen, Treibstoff im Flugzeug unterzubringen, also ganz einfach ja, mehr Tankkapazität geschaffen und gleichzeitig das maximale Abfluggewicht des Flugzeuges immer und immer weiter erhöht, um die maximale Payload des Flugzeuges, also das Gewicht, was das Flugzeug mitschleppen muss oder mitschleppen kann, womit es Geld verdienen kann, um die so bei roundabout 25 Tonnen zu lassen. Dazu dann der geringere Verbrauch des Neos, also der geringere Verbrauch der neuen Triebwerke unter der A320-Familie und so ein paar Tricks und Modifikationen, die von Variante zu Variante natürlich deutlich mehr wurden, wie zum Beispiel beim XLR dann ein ja, verstärktes Fahrwerk, um das neue maximale Abfluggewicht zu ermöglichen oder auch eine stark modifizierte sogenannte Center Wingbox. Der A321 Long Range liefert dabei ungefähr 15% mehr Reichweite als der A321 Neo, welcher ja schon mehr Reichweite liefert als der Standard A321 von damals. Und der A321 XLR liefert dann nochmal ungefähr 15% mehr Reichweite als ein A321 Long Range. So kommt man dann bei typischer Bestuhlung und Vollauslastung auf ungefähr 8700 Kilometer Reichweite beim XLR. Und das ist ungefähr die Strecke von Frankfurt nach Houston in Texas. Dazu geben wir uns jetzt mal ein bisschen technisches Hintergrundwissen. Das Zauberwort, damit das alles so funktioniert, wie man das da immer erzählt, ist erstmal nichts Neues und auch nicht sonderlich spektakulär. Additional Center Tank, kurz ACT. Der A321 verfügt ja von sich aus über zwei große Wing Tanks, also über Tragflächentanks, einer links, einer rechts. Zwei links wäre auch komisch. Wer weiß, vielleicht auf der rechten Seite für die Chemtrails. Na gut. Und über einen Center Tank, also über einen großen Tank im Rumpf, in der Mitte, zwischen den beiden Tragflächen. Knapp 8000 Liter Kerosin gehen jeweils in die Wingtanks, also ungefähr 16.000 Liter Kerosin maximal in den Tragflächen und 8200 Liter passen in den Center Tank. Diese Additional Center Tanks sind jetzt erst einmal genau das, was der Name vermuten lässt, nämlich zusätzliche Treibstofftanks hinter dem eigentlichen Center Tank, jeweils mit einer Kapazität von ungefähr 3000 Litern Kerosin. Und Airbus bietet die Möglichkeit an, die Flugzeuge A319, A320 oder A321 werkseitig für solche ACTs vorzubereiten oder aber die Dinger direkt zu installieren, je nach Bestellung ein oder zwei ACTs. Und diese Dinger können dann, das muss man sich jetzt so eine Art Module vorstellen im hinteren Frachtraum, die können dann in einer Nachtschicht beispielsweise ein- oder ausgebaut werden. Wie gesagt, zulasten der Frachtkapazität, je nach Bestellung einer oder zwei ACTs im hinteren Frachtraum. Maximal möglich sind so in einem, in Anführungszeichen, ganz normalen A321 mit zwei Additional Center Tanks gut 30.000 Liter Kerosin.
Das umgerechnet mit einer Kerosindichte von ungefähr 0,8 Kilogramm pro Liter, dann kommt man auf maximal gut 24 Tonnen Treibstoff in einem A321. Der Flieger verbraucht ungefähr, sehr konservativ gerechnet, 3 Tonnen Treibstoff pro Flugstunde. Und so kommt man dann, auch wieder sehr vereinfacht und unrealistisch gerechnet, auf Biegen und Brechen auf etwa 8 Stunden maximale Flugzeit in so einem A321. Ich sage es gerne nochmal dazu, die Zahlen sind logischerweise mit Vorsicht zu genießen. Der Treibstoffverbrauch bleibt auf einem so langen Flug ja nicht dauerhaft identisch. Und hat das Flugzeug Sharklets, ja oder nein, bla bla bla, da kommen ganz viele Faktoren mit rein. Aber es hilft schon mal, um so ein bisschen eine Idee davon zu bekommen, wie lange solche Flugzeuge wirklich in der Luft bleiben können. Übrigens, was vielleicht ganz interessant ist, dieses Prinzip mit den Additional Center Tanks, das gibt es natürlich auch nicht erst seit gestern und das kann man logischerweise auch noch ein bisschen weiterdenken. Zum Beispiel der Airbus A319 Corporate Jet. Den kann man mit bis zu 6 ACTs ausstatten. Dann ist quasi der gesamte Frachtraum vorne und hinten mit diesen Modulen zugeballert, aber dann passen in einen A319 auf einmal auch knapp 40.000 Liter Kerosin. Airbus gibt für den A319 Neo Corporate Jet mit 5 ACTs eine Reichweite von 12.500 Kilometern an. Ja, gut, aber damit zurück zum A321. Nun verbraucht so ein A321 Neo ja schon mal pro Flugstunde eine ganze Ecke weniger Sprit, weil es eben ein Neo ist, also ein Flugzeug mit einer neuen Triebwerksgeneration. Und die Treibstoffersparnis liegt tatsächlich, je nach Bedingungen und so weiter, zwischen 15% und 20%, was ziemlich beeindruckend ist und natürlich schon eine ganze Ecke mehr Strecke ermöglicht mit diesem Flugzeug. Zu einem A321 LR, zu einem A321 Long Range, also zu dem Flugzeug, was JetBlue da jetzt erhalten hat, wird ein A321 Neo durch einen dritten Additional Center Tank, welcher nun nicht im hinteren Frachtraum, sondern im vorderen Frachtraum vor dem eigentlichen Center Tank platziert wird. Dazu kommt dann noch ein nochmals angehobenes maximales Abfluggewicht von hier 97 Tonnen. Und das braucht es, damit man eben diese zusätzliche Menge an Treibstoff, also die jetzt fast maximal 33.000 Liter Kerosin ohne Einbußen bei der Payload mitnehmen kann. Zu einem XLR wird ein A321 Neo dann durch einige zusätzliche Modifikationen. Das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach, denn das ist vor allem im nochmals erhöhten maximalen Abfluggewicht von dann 101 Tonne begründet, aber eben auch in der Tatsache, dass hier nicht einfach ein weiterer ACT hinzugefügt wird, sondern hier kommt jetzt auf einmal ein RCT dazu, ein Rear Center Tank. Und das ist neu. Das wird ganz gerne mal als zusammengefasste Additional Center Tanks beschrieben, was aber so tatsächlich nicht ganz richtig ist. Also dieser Rear Center Tank, das ist schon eine andere Nummer. Der ist erst einmal permanent verbaut. Das heißt, diese Nummer, die ich eben beschrieben habe, mit in einer Nachtschicht das Ding mal auf weniger Treibstoff, aber dafür mehr Fracht umbauen, das funktioniert mit dem A321 XLR definitiv nicht mehr. Dafür, und jetzt wird's spannend, hat der Rear Center Tank aber einige weitere Vorteile, und zwar fasst er 12.900 Liter Kerosin. Also mehr als die vierfache Menge eines ACTs. Dabei wiegt der leere Rear Center Tank aber tatsächlich nur so viel wie ein leerer ACT und verbraucht auch nur den Platz von 2 Additional Center Tanks. Zusammen mit dem vorderen Additional Center Tank, den wir ja schon aus dem eben beschriebenen A321 Long Range kennen, kommen wir dann auf eine maximal mögliche Treibstoffkapazität von gut 40.000 Litern Kerosin in einem A321. Und das dann in Kombination mit der gleichbleibenden Payload ergibt eine Reichweite von den anfangs beschriebenen gut 8.700 Kilometern. Das also an technischem Hintergrundwissen, an technischem Basiswissen zu diesen A321-Varianten, der Long Range als überschaubar kompliziertes Update und der A321 XLR als unflexiblere, aber dafür eben nochmal deutlich leistungsstärkere Variante des Flugzeuges. Und das war es dann aber auch erstmal. Also da kommt dann erst einmal nicht mehr so viel, auf dieser Basis zumindest nicht. Denn die aerodynamisch wichtigen Bauteile, wie zum Beispiel die Tragflächen, sind mit diesem maximalen Abfluggewicht von 101 Tonne echt mittlerweile ziemlich am Ende. Das Flugzeug ist wirklich ausgereizt. Das Video dazu, in dem ich das erkläre, warum das so ist, das findet ihr hier oben in der Ecke. Um den Kreis zum Anfang damit mal zu schließen, jetzt kommt es halt sehr auf die Fluggesellschaften drauf an, was sie wirklich aus diesem Flugzeug machen, was sie kabinenseitig aus diesem Flugzeug rausholen. Denn die Diskussion darum, ob man mit solchen Flugzeugen Langstrecke fliegen kann, ist echt ein bisschen mühselig manchmal. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So lange Strecken in so einem kleinen Flugzeug, wie kann man denn da sitzen? Und die Besatzung, wo soll die sich denn ausruhen? Blablabla.
Ich denke mal, dass man in diesen Flugzeugen exakt genauso sitzen kann wie in jedem anderen Langstreckenflugzeug auch, weil die Fluggesellschaften das Flugzeug langstreckentauglich ausstatten. Und eben nicht so, wie man das auf einem Flug nach Malle kennt. Und die Besatzung, na, die bekommt halt ihre Ruhesitze im Heck des Flugzeuges irgendwie. Da werden dann zwei, drei Sitze, da gibt es vielleicht einen Vorhang drumherum oder so, wenn überhaupt. Denn auf Langstrecken unter 10 Stunden, was Zielgebiet dieses A321 LR oder XLR sein wird, da ist ein richtiges Crewrest, also ein richtiger Raum, wo sich die Leute hinlegen können und so weiter. Das ist weder gesetzlich vonnöten, noch ist das für das Durchhaltevermögen der Crew von irgendeiner Bedeutung. Das kriegen die schon hin. Das funktioniert. Und JetBlue zeigt das auch wirklich sehr eindrucksvoll. Also das, was die da hingestellt haben, das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. In Hamburg hat die Fluggesellschaft vor kurzem ihren ersten A321 LR mit der neuen Airbus Airspace Cabin übernommen. Das Flugzeug soll, soweit ich weiß, noch in diesem Sommer die Verbindung von New York nach London übernehmen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Im Flugzeug gibt es 24 Business-Class-Sitze. Die Dinger sind in einer 1-1-Konfiguration verbaut, also nur ein Sitz pro Seite, gleichzeitig Fensterplatz und Gangplatz. Und die ersten beiden Sitze in Reihe 1 sind sogenannte Mint Studio Suites, also nochmals Sitze mit ein paar extra Features. Dahinter dann die restlichen 22 Sitze, normale in Anführungszeichen Mint Suites von JetBlue. Dahinter kommen dann nochmal 114 Sitze in der Economy Class mit einem langstreckentauglichen Sitzabstand von 32 Zoll. Bei Lufthansa in der Economy Class auf der Langstrecke sind es zum Beispiel 31 Zoll, also 2, irgendwas Zentimeter weniger. Nicht weiter relevant, darum geht es auch gar nicht, nur damit man das irgendwie mal so ein bisschen einordnen kann, wie das in anderen Langstreckenflugzeugen aussieht. 4 Reihen in der Economy Class, also 24 Sitzplätze, sind dann nochmal so XL-Sitze, keine Ahnung, wie die dann heißen sollen. Auf jeden Fall Sitze, die man gegen Aufpreis dazu buchen kann, mit etwa 12 cm Sitzabstand nochmal oben drauf. Und ansonsten bietet dieses Flugzeug tatsächlich eigentlich genau das, was man von einem hochmodernen Langstreckenflugzeug erwartet. Nämlich In-Flight-Entertainment in jedem Sitz, Live-TV, WLAN, was übrigens unlimitiert sein soll, steht zumindest auf der JetBlue-Internetseite. Was ich noch nicht so ganz glauben kann, dann bin ich mal sehr gespannt, ob das dann wirklich so ist. Steckdosen, USB-Anschlüsse, LED-Moodlight, was zu der Airspace Cabin dazugehört. Kurzum, es ist ganz einfach ein modernes Langstreckenflugzeug, was all das nutzt, was Airbus für diesen A321 LR oder auch XLR auch wirklich angepriesen hat. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das seht, aber das kann wirklich gut werden. 138 Sitzplätze in so einem Flugzeug, was echt nicht viel ist. Das sind 106 Sitzplätze weniger, als so ein A321 All Echo anbieten könnte. Und dazu noch recht überschaubare Frachtkapazitäten, damit auch wirklich nur das Gepäck der Leute reinpasst. Das klingt erstmal irgendwie total bescheuert, aber vielleicht ist es mal eine sehr gute Möglichkeit, um ein Langstreckenflugzeug wirklich effizient zu nutzen. Und der A321neo ist ein verdammt effizientes Flugzeug. Bin sehr gespannt, wie das dann funktionieren wird. Aber wenn das gut wird, für alle Beteiligten, dann haben wir vielleicht bald mit über 100 Bestellungen für den A321 LR und mit über 450 Bestellungen für den A321 XLR eine wirklich neue Option bei den Langstreckenflugzeugen und damit auch eine Option für neue Langstreckenverbindungen. Aber wie gesagt, auch da kommt es dann voll und ganz drauf an, was die Fluggesellschaften wirklich draus machen. Aber es könnte spannend werden. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Im Hintergrund die Blueprints, die könnt ihr noch immer auf aeroshopgermany.com bestellen. Da gibt es auch den A321neo, falls ihr da Bock drauf habt, auf eine sehr detaillierte technische Zeichnung von diesem Ding. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Auch wirklich all das rausholen wollen, was Airbus da auch immer so alles so mit einer Beladung, die nach eigener Aussage ungefähr 100 Zauberwort, habe ich das ernsthaft geschrieben? Das Zauberwort für diese erstmal nicht neuen Möglichkeiten. Dazu geben wir uns jetzt mal ein bisschen technisches Hintergrundwissen. Oder aber sie verbleiben dauerhaft im Flugzeug, was dann eben die Fracht, wahrscheinlich.